Servus, heute machen wir einfach mal einen selber gemachten Fruchtjoghurt. Ich habe jetzt hier einen Bauernjoghurt, oder du kannst auch so einen griechischen Joghurt nehmen, halt mit 10% Fett, oder türkischen Joghurt, naturbelassener. In dem Fall habe ich heute hier tiefgekühlte Heidelbeeren. Ein bisschen Zitrone brauchen wir und hier haben wir eben braunen Zucker, das ist ein natürlicher Zucker. Wer möchte, kann auch Süßstoff zum Beispiel nehmen. Und ist ganz einfach, man nimmt einfach den Joghurt, die Heidelbeeren dazu. Einmal rein damit, die tiefgekühlten. Dann eben so ein bisschen von dem Zucker, wer möchte, ich mag es ganz gern. Dann einen kleinen Spritzer Zitronensaft für die Frische. So ein bisschen rein. Und dann wird das Ganze vermischt. Man kann es auch einen Tag vorher machen, über Nacht im Kühlschrank eben auftauen lassen. Und schon hast du eben deinen eigenen selber gemachten Joghurt. Ihr könnt auch tiefgekühlte Waldfrüchte nehmen oder auch Erdbeeren, tiefgekühlte. Frische kann man auch nehmen, aber da holst du einfach mehr Farbe raus von den tiefgekühlten Früchten, weil die dann langsam im Joghurt auftauen und geben Geschmack und Farbe. Viel Spaß beim Nachmachen.